Aufbau hätten. Dass wir hier den mal setzen. Aber stimmt, da war noch was. Jo, mit Bronze, Silber und Gold der Abschluss hinten raus. Ja, das war damals schon so. Gut, wenn alles voll versorgt war, war es okay. Ah, die Arbeiter habe ich vergessen. Stimmt, dass wir ja Arbeiter brauchen. Gut, die können wir hinzaubern. Die können wir hinzaubern und wenn sie Material oder irgendwelche Bedürfnisse haben, können wir es auch hier direkt auf der Insel machen. Denn wir sind ja erst später hier rüber wegen Paprika nach Salem und nach Detroit wegen den Fällen. Ordentlich Polizei, genau. Ich würde es mal so weit machen, dass wir den Rohbau bekommen. Da liegen noch 2 Tonnen rum. Wenn wer Bedarf hat, bedient euch. War das jetzt 1 Alt-Cup Glas und die anderen 2 waren Glühbirnen. Also Manchester Glühbirnen, Alt-Cup Glühbirnen. Ja. Weil die Glühbirnen. Ja, heute hat es mit dem Tippenwetter. So. Das ist nun mal der Preis für Schmuggelware. Segel brauchen wir hier auch. Haben wir das? Also langfristig brauchen wir hier Segel. Jo, haben wir auch schon eingesetzt. Okay, gut. Passt. Arbeiterzufriedenheit, Moment. Gute Frage. Arbeiterhaus. Hier, Zufriedenheit plus 10. Haben wir schon, brauchen kein Sekt. Beeinflusst alle Wohnhäuser. Zufriedenheit plus 10 beeinflusst alle Wohnhäuser. Aufstandsgefahr minus 100, okay. Hier, da mal doch wieder ein. Also plus 30 kriegen wir schon mal hin aus dem Stand. Sollte ausreichend sein. Wenn wir die Aristella einsetzen, den Detektiv und Fernando. Wir machen es schon mal. Wir machen es schon mal und zwar Rathaus, da irgendwo. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viele Arbeiter es waren. Das weiß ich leider nicht mehr. Was ich aber weiß, dass sie definitiv einen Marktplatz brauchen und schreien sie ja schon. Und eine Straße wäre auch noch von Vorteil. So. Dann können wir den mal kopieren. Kneipe, Kirche? Nee. Das Gras auf der anderen Seite sieht grüner aus. Die Kirche kommt erst bei den Arbeitern. Die Kirche kommt erst. Achso, halt, sind Arbeiter, halt. Sind Arbeiter, stimmt. Sind Arbeiter, ja. Ja, doch, die Kirche. Ich habe meine Familie bei mir. Was will man mehr? Ja, gut, dann kann man auch gleich die Schule noch setzen. So, hier haben wir gesagt, Arbeiter. Aus. Na, schön, dass er es jetzt hier anderweitig anzeigt, aber wir haben uns ja gemerkt, die Aristella war es. Dann war es der ne, der war es nicht, der war es. Ah, da war vorher noch einer. Der hier. Nee.
Detektiv war es, der. Oh. Krankenhaus und Knüppel stehen, Knüppelstation. Knüppelstation, wobei die sind eigentlich, die sind voll versorgt. Wir schauen mal schnell rein, was haben wir noch auf Lager? Ja, im unteren Bereich. Ja, gut, Brot fehlt. Brot fehlt. Brot fehlt, den Seife haben wir, ja, Bier, das ist alles da. Brot wäre das Einzige, was fehlen würde. Was ist da los? Ah, hat es eine Weile gebraucht, okay. Dann kriegen sie mal zwei Bäckereien, eine Mühle. Zwei Weizenfelder, eine Mühle und zwei Bäckereien. Wie geht's? Dann machen wir uns Autos Leben wieder etwas einfacher, indem wir das kopieren. Jetzt dürften sie genug Brot haben. Ne, irgendjemand. Wir hatten eine Übereinkunft. Wir wollen hier Brot. Ach die, jo. Touris. Sie wissen, wie man eine Dame wunschlos glücklich. Die wollten mal Brot. So. Die dürfen eigentlich hier schon. Ja, plus 50 sind sie. Gut, das ist jetzt alles suboptimal gesetzt. Kriegt er da hinten noch mit? Das Wirtshaus. Jo, kriegt er noch voll. Hier, ich hatte einen größeren Einflussbereich. Ich wollte nur hier. Noch ein Lagerhaus hinsetzen, das ausbauen. Eh nur temporär, genau. Das ist eh nur temporär. Aber sitzt mal. Müssen wir noch gucken. Schiff vom Stapel gelaufen. Euch zwei haben wir gebraucht, genau. Schiff vom Stapel gelaufen. Du heißt Manchester Glübien. Bei mir hat es nicht mehr gereicht. Da kam jetzt, die Villa als Besucherin. Deswegen war ich jetzt irritiert, weil die Lady saß immer hier unten in der Ecke. Alles verschoben. Mehr Druck im Kessel. Und das wird alt, Kap, Glühbirn. Mehr geht leider auch nicht. Weil wir mussten ja ewig in das Hans immer runterkurbeln. Muss man nur Warnerstadt suchen in Zukunft. Manchester Glühbirnen passt. Altcup Glühbirnen auch unterwegs. So. Dann läuft doch das. Dann brauchen wir nur noch das Schiff für Altcup Glas. Genau, das fehlt uns gleich noch. Es fehlt, es wird aber schon produziert hier. Schauen wir mal den Bauern zu. Direkt eine Einwohneraufgabe, okay. Ich hätte da eine ehrliche Arbeit für Sie. Bananen versorgen. Wollen Sie zu mir? Nein. Wir haben hier keine. Nicht, dass ich wüsste. Oh, wir hätten welche gehabt. Ups. Wir werden nie erfahren, was das für eine Quest war, aber viel kommt da mit Sicherheit nicht bei rum. Erledigt? Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Ach, das war ein Gast. Gerade gedacht, das wäre eine Questbelohnung jetzt gewesen. Ich wünschte, ich könnte Ihre. Jo, sowas kommt dabei rum. 20 Getreide. Wollt ihr schon aufsteigen? Ja, wollt ihr. Wurst war, glaube ich, auch so ein Engpass, oder? Nee,
passt. Nur das Brot. Klar, weil die Touristen vorne das Brot sich wegsnacken. Und die Fische kommen ja schon aus dem Schwarzwald über London hierher. Das sind ja alles Produktionen bis Bier einschließlich, die wir in Bayern noch bauen müssten. Oder müssen. Sollten, ja. So. Schauen wir uns das hier unten mal an. Ja, das Kaufhaus ist auch gut im Einfluss drin. Könnte. Temporär halt. Und hier wird eh nochmal komplett umgebaut. Bin sogar am Überlegen, wenn London steht, die Investoren hier komplett abzureißen. Wir lassen sie definitiv mal fürs Erste sitzen. Ob wir sie dann abreißen irgendwann oder umsetzen. Also da, wo sie sitzen bleiben, sind halt. Das kann ich schon mal versprechen. Ingenieure sind das Fundament unseres Wohlstandes. Ihre Leistungen. Zigarren sind auch so ein Problem. Die kaufen wir aber ein. Zigarren kaufen mal. Schau ich gerade mal aus Spaß nach. Unsere Verbindung sehr. Da bräuchte man Tabak. Haben wir nicht. Auf Havanna. Ah, das heißt noch die. Wir brauchen Mais für den Eisernen Turm-Geschichte. Warum hier ein Luftschiff-Hangar steht. An eigentlich. Ah, ich glaube, man musste hier erst einen bauen, damit man drüben bauen konnte. Irgend sowas war. Und jetzt warte mal im Endeffekt auf Zigarren und Glühbirne. Man könnte folgendes noch machen. Nee, Zigarren kommen aus der neuen Welt. In der neuen Welt kann ich keine Speicherstadt bauen. Da wird es eine Route geben. Neu Kap-Zigarren, neu Alt-Zigarren. Meine Idee war jetzt in der Speicherstadt. Und da eine Route einzurichten. Alt-Kap-Zigarren. Beziehungsweise, wie ist schon hier das Lager gefüllt durch die. Also gar keine da. Weil. Nicht ausreichend sind. Ja, da gab es ein Item, dass man keine Holzfurniere braucht im Moment. Ich such's mal raus. Ich erinnere mich auch dran. Und zwar geht es darum, dass Zigarren werden gebaut mit Tabak logischerweise und Holzfurnieren. Oder wenn man es anders stellt. Wir gehen in die neue Welt, schauen uns an, wie es regulär wäre. Wo sind sie denn? Zigarren? Ach ja, klar, die sind jetzt nach hinten gerutscht. Genau, aus Holz werden Holzfurniere. Holzfurniere mit Tabak ergeben Zigarren. Aber. Es gibt hier den.
Hier, statt der Arbeitskräfte geht er schon mal runter auf Journaleros. Durch den Victor. Und wo war der? Meinte, ich suche mal nebenher noch, wie der heißt. Wundert mich gerade, dass er nicht. Oder ist der hier? Hier, der Salva. Ne, das auch nochmal. Genau, Arista. Aber Produktivität wird gesteigert und die Wartungs. Uff. Oh, so verkehrt ist der nicht. So verkehrt ist der nicht, wenn man Aristas übrig hat. Aber was ich suche, ist die hier. Das war's. Anstelle von Holzfurnieren verarbeitet das Gebäude Bretter. Genau, eigentlich hat man die Arista hinten raus. Von daher stelle ich gar nicht mal so verkehrt. 100% da rein. Die rein, dass es, also die Lucia, damit es Bretter gibt. Die lassen wir dann Schwarzwald, Havanna, wo immer das in der neuen Welt gebaut wird, ankachen. Schiff vom Stapel gelaufen. Das würde mich mal interessieren, was passiert, wenn ich jetzt den Salvador reinschmeiße und den Victor. Da müsste er ja durchdrehen, weil der eine sagt, nimmt Journaleros und der sagt, nimmt Arista. Und er macht noch 1 zu 3 zusätzliche Waren, aber halt, der geht ja auch bei Schokolade und Kaffee rein. Und bei den Chemiefabriken. Der ist gar nicht mal so verkehrt. Ja, eigentlich gehört es auf Manola, also hier auf Havanna gebaut. Ursprünglich heißt die Insel ja Manola. Da gibt es ja auch diesen Erfolg, hab was weiß ich, wie viel. Ich hab ihn schon. Hier, Meister der Küste. Hab 50.000 Aristas auf Manola. Wenn hier sitzt ja auch schon die Hacienda und da werden dann die. Können wir so in den Berg außen rumbauen, die Einwohner. Ein Feuer ist ausgebrochen. Genau, alles was mit dem Item hier läuft, wird definitiv hier gebaut. Also im Endeffekt. Wir haben den auch schon auf Lager, der kam bestimmt aus als Gast. Zigarren werden hier gebaut, Schokoladen, Kaffeeröstereien. Ah, das ist auch sehr gut. Dann haben wir mehr Fläche auf den Kaffeeinseln, dann gibt es da nur noch die Kaffeebohnen und alle Chemiefabriken. Achso, kann man denn würfeln? Jo, bei Isabel. Bei Isabel, er kommt aber auch als Besucher, wenn man die Nase hat und deswegen haben wir ihn wohl schon. Ja, der kann nur in New York liegen. Der kam über Die die Nase Flammen schon wurden vorbei. gelöscht. Gibt auch eine Aufgabe bei Eli. Es gibt drei Expeditionen Glaub und ja natürlich nicht, du übers bekommst noch mehr. Forschungsinstitut. Also den könnte man guten Gewissens mal würfeln. Anstatt übers Forschungsinstitut. Wollen wir mal gucken, wo es da. Ich meine, Manchester hat's gekracht. Ah, die Kanonengießerei. Okay. Und dann gehen wir mal hier rüber. Wie sieht es denn aus mit dem Glühbirnen? Darauf lässt sich aufbauen. Fehlt halt alles. Fehlt alles. Wir müssen uns mal die Einkaufsroute nochmal angucken. Der könnte nämlich mehr mitnehmen, wenn wir da ein anständiges Schiff mal draufsetzen. Ja. 3, 6. Nehmen wir mal so. 3 rum brauchen wir nicht mehr rummachen. Naja, ich glaube, der reicht immer aus. 3 Slots hier, 3 da, 3 da, 3 da. Jo, es gibt Einkauf Kahina 1 und 2. Einkauf Kahina 1.
Mal gucken, hat das was geladen? Ja, wo ist? Zwischen den Welten. Wir brauchen zwei Schiffe. Das brauchen wir als Voraussetzung schon mal. Und dann haben wir noch den Altkarp Nas offen gehabt. Damit es Sekt gibt hier. Da machen wir es aber so. Schmeißen den raus. Füllen hier rum ein. Dann im Kaffee mit was geht. Maximal 150 bietet sie an. Das würde man so abdecken. Mit der Einkauf bei Kahina 1. Dann machen wir eine neue Route. Handelsroute, alte Welt. Kahina Cup. Nennen die Einkauf bei Kahina 2. Und nehmen mit Zigarren 3 Slots. 3 Schoki. Da war's das. Jo, genau. Das war der Plan. Das war die. Gehen wir nochmal zurück. Da habe ich ja schon die Hacienda sitzen, dass wir in dem Einflussbereich die Arista bauen. Und dann gibt es hier hinten noch die Staudamm-Quest. Wenn wir die durchhaben, dann herrscht auf der ganzen Insel Strom. Das habe ich nämlich auch nicht so ganz verstanden, als ich das erste Mal hierher bin. Ich habe dann halt, hast schon Staudamm, der wird eine gewisse Reichweite haben. Ich habe trotzdem hier, man muss ja vorher einen Ölhafen bauen und so weiter, hatte dann hier Kraftwerke stehen und dann waren Arbeitskräfte knapp. Dann habe ich mal aus Spaß die Kraftwerke abgerissen. Sie so, der Staudamm reicht ja für die komplette Insel. Also irgendwie ging's. Und dann müssen wir erst den Ölhafen machen. Die Ölquellen sitzen ja in Jau putzig, aber die gehören an den Ölhafen, den wir, ich glaube, da unten setzen. Ob der Hafen hier stehen bleibt, ist auch noch fraglich. Hat da nicht einen Strand hinsetzen. Und dann eine Trennung haben zwischen. Ja, könnte man eigentlich machen. In dem Bereich sind ja eh die Arista unterwegs. Da hinten noch ein bisschen Deko, Anlegestellen, Hafen. Ich meine, nee, die kriegen ja auch einen Strand. Die kriegen ja einen Strand. Die kriegen da oben einen Strand. Dreimal Strand. Hier dann der Hafen, der große. Und genau, die Minen müssen wir noch. Das machen wir dann. Erstmal die Handelskammer für die Minen, wie immer. Aber das ist noch. Dann lassen wir uns noch Zeit. Es gibt ja auch hier diese Richtlinie noch. Die habe ich mir auch nur so. Terizia mal. Verringert Lebensmittelverbrauch, okay. Mehr Effizienz bei Sägewerken, Holzverleuten, Baumschulen. Wäre was für eine Insel, wo wir die Baumschulen stehen haben. Erhöht die Lagerkapazität der Insel. Ich glaube, es geht hier auf Lebensmittelverbrauch. Was sind da Unterkünfte für Einwohnerstufen höher als Journaleros erzeugen Einfluss? Gut, wenn wir Einfluss mal bräuchten, wenn Not am Mann wäre. Da könnte man schneller entladen. Ich glaube, das ist auch nicht relevant. Also wirklich die Ortsversammlung, wenn man Probleme haben mit dem Einfluss. Sonst hätte ich gesagt die Ernährung. Grob hätte ich hier die Einwohnerklassen, dann hat man hier eine Trennung. Und da oben dann mit Produktionen angefangen.
Ja, eigentlich ist der hier, also wie gesagt, das hier, wenn nur wenn Not am Mann wäre mit dem Einfluss, aber eigentlich soll es der da oben sein. Und das, wenn wir denn jetzt eigentlich schon einsetzen, Moment mal, der verringert. Bananen haben wir aber hier, glaube ich, gar nicht. Doch. Nachfrage von 2 gebackenen Bananen. Machen wir da mal rein. Naja, okay. Jetzt einer braucht nichts. Ja, genau, das stelle ich auch gerade fest, dass wir viel zu viel gebackene Bananen hier machen. Wie sieht's denn hier mit Schiffchen aus? Ah ja. Da war ja noch was. Da war ja noch was offen. So. Altkapglas. So, wo ist denn unser Einkauf bei Kahina? Ah ja, der ist Wir einfach hier machen stehen neue geblieben. Ich habe die Horizonte. Meldung nicht mitbekommen. Der war ja noch von Anfangszeiten da mit Klippern. Ich habe da eine fette Gelegenheit aufgetan. Jo, die Hacienda mit Zeitung für weniger. Stimmt, die wirkt ja auch noch rein, die Zeitung. Weißt du, gehen die Rekordbauer im Moment auf? Sieh an, Achistas jetzt vermute zeigst ich du mal mir dein schwer. wahres Gesicht. Ich fast vermuten. Jo, auf Achista, ja, hätte ich fast vermutet. Hat das. Weißt du, mit der neuen Welt bin ich nie warm geworden. Da wird man ja jetzt durch das kompletter Neu, also komplettes Neuaufsetzen von denen. Ob das wird eine Kaffeeinsel. Das Umsetzen von den Ölquellen. Das erleichtert einiges. Einiges. Müssen da noch 2 Schiffe rauskommen für Einkauf bei Kahina 1 und 2. Die Geschichte, die hinter der Ingenieurskunst dieser hohen Oh, wir Gebäude können steht, aber ist mal noch was sehr anderes gucken. faszinierend. Wo Ich sind kann sie denn Ihnen die nur empfehlen. unterwegs? Warte mal, in der Altenberg gucke. Ja, das füllt sich hier. London füllt sich mit 930. Der scheint wohl zwischen den Welten unterwegs zu sein. Eventuell schon am Kap. Ne, schon irgendwo zwischen den Welten. Ein Kollege hat mir eine universelle Rechenmaschine gebaut. In der Wissenschaft interessieren uns Dinge, nicht Menschen. Kaffee, ja, das war früher schon abartig. Meint, das müsste auch hier mit Abstand der höchste Verbrauch sein. 28, ja. Schmuck ist auch noch so ein. Wobei der geht relativ einfach. Da gibt es, meine ich, auch ein Item, dass er Gold nimmt statt Goldbarren. Das machen wir ja, wenn wir Glas hätten. Schmuck ist, genau, und Schmuck ist zu dem Abfall, ja, das kommt auch noch dazu. Schokolade knallt auch noch gut, aber das kriegt man auch als Abfallprodukt über Bäckereien. Und da unten, das hält sich dann in Grenzen. So ein Dampfwagen Schiff oder vom Stapel gelaufen. Flotte die erwartet andere Befehl. Geschichte. Schiff vom So. Stapel gelaufen. Einkauf Kahina 1. Auch bei Kaina 2.
Muss nur schnell genug Kaffee leer sein, jo. Das. Weil wenn die nur 28 brauchen. Vielleicht geht's. Vielleicht geht's auf Einkauf bei Kahina 1. Einkauf bei Kahina 2. Glaube ich auch Spaß hier hinten nochmal rein. Er bringt 90 Kaffee mit. 90 plus die Zeit, die er jetzt noch braucht. Ja, ich hatte auch so, um 1k Kaffee produziert in der neuen Welt. Und da war nach dem Routenumstellen beim großen Spielstand 20 Wetzer Kuttel, weil ich die hier mit 8 Slots, die Dinger. 20 ans Cup und 20 in die alte Welt. Und wie, es waren mal nur 15. Also am Anfang waren es 20 Great Eastern, dann bin ich runter auf 10 von denen, hab merkt, es geht nicht. Dann habe ich nochmal aufgestockt auf 15. Wurde auch kritisch. Es wurde nicht in London kritisch, witzigerweise, sondern in Paris, wo ja auch ziemlich viele Investoren saßen. Dann habe ich von 10 auf 15 aufgestockt, dann wurde es so, aber immer noch kritisch. Und dann habe ich gesagt, komm, 20 drauf auf jede Route und fertig. Ja, ich habe da 20 von den fetten Luftschiffen drin. Pro, also neu, neu alt 20 und neu Cup 20 gehabt. Jetzt hier noch mal schauen, was hast du denn noch? Willst du etwas kaufen? Ich hoffe, die gehen mal irgendwann noch weg, die Schiffe. Rad? Das war irgendwann mal ein Bug vor 2 Jahren, dass die Schiffe immer verschwunden sind. Wobei, sie stören auch nicht. Hat halt Schiffe. Es könnte durchaus dir Väter sein. Genau, wenn man da die Aufgabe weggeklickt hat, ist das Schiff nicht weg. Von irgendwas war da. Und von dort nochmal 7 Great Eastern im Moment auf in die alte Welt und 4 in die Arktis. In die Arktis hatte ich auch eine Direktlinie eingerichtet von der neuen Welt in die Arktis. Das waren aber nur 2 von den dicken Luftschiffen. Das hat gereicht. Das waren aber alles Direktrouten, also von großen Spielstand war ja, jetzt muss ich selber wieder gucken. Ne, die Insel ist auch neu. Die hier, das war Havanna. Von da wurde verteilt. 20 nach New York, 20 nach London und 2 nach King William Island. Musste aber noch ein Luftschiff draufsetzen. Ja, ich hab's, wie gesagt, das hatte ich alles umgestellt. Ich hatte keine extravagante Dampfer mehr im Betrieb. Nur noch Great Eastern und eben die dicken Luftschiffe mit Helium. Sieht es jetzt eigentlich hier aus? Kommt da? Glühbirnen kommen an, gut. Fehlt uns nur noch Glas. Suchen wir dir mal eben Glas. Alte Welt, jo, das ist genügend vorhanden. Frage ich nur, wo ist er? Ah, der liegt. Manchester, hier ist er. Da unten muss man gucken, da ist weiß. Der ist jetzt gerade losgetuckert mit 300 Glas. Dann läuft auch Sekt. Dann haben wir 2 beim Jupiter weniger. Zigarren holen wir. Und Schokolade kommt auch. Jo, dann müsste es gehen. Auf die Bärenfälle bin ich echt mal gespannt in der Arktis. Oh, den können wir ausbauen. Den können wir ausbauen. Langweilig. Wir wollen hier den Konsum der Zukunft bestimmen. Platzieren Sie einen Pavillon. Viel zu eintönig von außen. Ja, man muss gleich sehen, was einen drinnen erwartet. Start. Verkauf. Nö.
Statue, Springbrunnen, Unterhaltung, Karussell, ja, eine ganz Schneekugel. Wussten Sie denn? Was ist denn das? Ah, Season Deko, okay. Hier schon ein Banker. Nein. Nennt man es doch anders, oder? Das müsste doch Season sein. Welcher der Stadt? Vermute ich doch mal schwer. Nee, das sind die. Ah, genau, die Scheinwerfer, die man noch. Deswegen hätte ich gerne einen Rohbau, dass man das planen kann, die Scheinwerfer noch. Wo war jetzt der Pavillon? So Massen kann man nicht vorstellen. Plakat, wenn da auch nicht. Spruch, wenn da auch nicht. Divers, ja, das ist immer gut. Da hinten ist noch divers wahrscheinlich irgendwo zu verstecken. Toilettenhäuschen, Weinfass, nein. Weiß, wie er aussieht, hat ein grünes Dach. Wenn es der jetzt ist, den ich noch auf dem Schirm habe. Steinlöwe, großer Drache, Glücksbrunnen. Denkmal. Beim Baumreiter? Stimmt, Parks, jo, Parks. Und das ist nicht divers. Pflanzung, Zäune, Promenade, nein. Wand kann es nicht sein. Einfass? Da, Pavillon. Hier haben wir ihn doch. Danke dir. Ja. Ist euch jetzt nicht nah genug, oder wie? Scheint der Falsche zu sein, ja, das Gefühl habe ich gerade auch. Doch nochmal. Eisluftballon statt von einem Wasserspiel. Kleiner Scheinwerfer, großer Modell eines Wolkenkratzers, Globuskultur, Heißluftballon, Stadtbrunnen, Wasserspiele, Turmreklame, das sind Kirschbäume, blühend, nicht blühend und dann die Werbebanner und die Laterne, die Twitch-Dinger. Ja, stimmt, da war ein Bild dabei. Sieht mehr, es sieht mehr nach Baum aus wie nach Pavillon. Dann gucken wir noch mal hier bei Park. Pavillon. Ah, mit dem großen und kleinen. Gar nicht so übel. Jetzt sollte die Arbeit für mich. Ja, muss man auch erstmal drauf kommen. Aushilfe hier. Ein Kinderspiel sein. Ist bei mir zu klein, selbst im Vollbild, Jo. Das ist. Aber wir haben gefunden, das war der große Pavillon. Es gibt großen und kleinen. Nur so nebenbei. Mein Name ist Theodora. Obwohl Mr. Bader. Grüß dich, Theodora. Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sieht's denn hier aus? Wie Sie sehen, Sekt läuft man nicht an. Davon. Ah, doch, hier kamen gerade Zigarren. Zigarren sind Miss da, Schokolisch da. Seien Sie ein Schatz. Ich habe Sekt eine läuft Tasse auch, Glaskram, jawohl. Und jetzt zum Geschäft. Sind wir doch auf dem richtigen Weg. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Und da haben wir auch den ersten Hotelmanager. Das ist mal auch ein weniger. Forschungsinstitut. So, jetzt müssen wir die Entscheidung treffen mit dem Patent.
Eine Maschine oder Klemmer? Ich glaube, mit Maschinen fahren wir aktuell besser. Weil wir schalten eh alle frei. Luxus kann halt alles wieder sein. Ja, ich hole mir mal die Spoilerhilfe. Also soll man sich auch immer auf die Seite der Arbeiter schlagen. Ja, stimmt, das kommt auch noch dazu. Jetzt nur noch hier rausschmuggeln. Jeder hat einer die gleiche Frage wie wir gestellt und bekam als Antwort, ich kann mich nicht hundertprozentig erinnern, und hat dann eine halbe Seite Text geschrieben. Schwierig. Komm, wir gehen hier auf das. Guter Einfall, mein Guru. Also noch ein kulinarisches Gerät. Knusprigen Toast haben wir schon. Bringen wir ihre Mägen zum Knochen, bieten wir eine Maschine, die einen Hunger stillen kann. Aber was könnte es sein? Ja, gibt's, aber das kann ich jetzt schlecht hier abspielen. Kühlgerät wird schon mal nicht, da brauchen wir Kautschuk. Moment, wir machen es anderweitig. Da unten wird's ein Kühlgerät und hier wird's ein Staubsauger. Was brauchen die? Ich muss Sie bitten, nichts anzufassen, das Sie nicht auch kaufen möchten. Staubsauger braucht Wolle, Zelluloid. Und dafür brauchen wir 4000 Arista. Aufstellen, anschauen, alles Wichtige aufschreiben, ja. Ich glaube, hier kommen wir eh nicht weiter. Entweder bauen wir Zelluloid an oder Kautschuk. Gut, aber alles andere wäre auch Farben und Lacke. Die Produktionslinien sind so eklig. Die hätten auch Zelluloid. Gut, die Sangha-Kühe hätte mal gehabt, das Messing auch. Aber halt Zelluloid hätte gefehlt beim Aktenkoffer. Hier hätte Farben und Lacke gefehlt. Die brauchen, glaube ich, auch Zelluloid davor. Ich würde auf den Staubs. Wobei, warte mal, Couch. Nee, da brauchen wir noch Arctic Gas. Aha. Wird definitiv der Staubsauger bei der Quest. Das ist einfacher. Meine Frau wird begeistert sein, auch wenn das Geräusch penetrant ist. So, und jetzt bauen wir hier mal ein Invest. In der Testphase wird Miss Jenny dafür sorgen müssen, haben wir das auch dass geschafft. Das Gerät leise sorgt. Sehr wohl, Mr. Jetzt brauchen wir Wolkenkratzer der Stufe 2. Der müsste doch schon hochgehen, ja. Ich melde mich, sobald das Labor mit dem dann lassen wir den auf Stufe 1 und den ziehen wir dann hoch auf Stufe 2. Braucht der jetzt Kaugummi? Gut, das kriegt er nicht. Ich möchte nur den Rohbau haben. Einrichtungshaus kommt ja auch noch dazu mit Sofas, Himmelbette, Sekretäre, Paravents und Bankierslampen. Sicher würde ein höherer Wolkenkratzer, der von den kleineren umgeben ist, das schönste Stadtpanorama bieten. Naja, genau, jetzt wird uns der Panorama-Effekt erklärt. Mr. Bader, zweimal ausgezeichnet Panoramaeffekt, ein Hammer, wenn war, ist jemand in das Büro eingebrochen. Die Kolbenpumpen sind das Gebäude hier aufsteigt auf Stufe 2. Was Bauer bist du? Ja, ich hab die irgendwie kürzer in Erinnerung gehabt. Lag aber vielleicht auch daran, dass wir hier alles hatten schon.
Wenn ich mir das jetzt angucke, Kaugummi. Vielleicht können Sie die fehlenden Waren ersetzen. Gut, Zucker geht noch. Zuckerraffinerie geht auch. Kautschuk, jo, Zimt. Ich weiß nicht, ob ich das unter den derzeitigen Umständen Miss Jenny anvertrauen kann. Dann brauchen wir wieder diese Baumkreise. Leider nicht. Ohne wenn man nichts hat, dauert es. Ja, das ist richtig. Vielleicht sind wir es auch zu früh angegangen. So, jetzt müssen wir hier. Hey, das hält auf. Verschwendete Zeit. Ich will den aber erst noch hochziehen, da auf Stufe 2. Jenny, mein Partner und ich werden wohl über ihr Gehalt nachdenken müssen. Stimmt's? Es ist Schäferabend. Die Produktion wird Zeit kosten. Also sollten wir unser Portfolio wie heißen die? Erweitern. Unsere Einkaufspassage Chemiefabrik Kaugummi. Könnte sich um die Einrichtung für die leeren Bürotürme kümmern. Chemiefabrik Kaugummi. Da waren die Bücher drin. Die doppelte Redundanz und so Späße. Schneller reich werden 4. Die Leistungsmedaillen Gold. Die kriegt man ja nur. Das ist jetzt das, was wir machen, die Quest. Dann kriegt man ja das Item. Aber das kriegt man nur einmalig. Meint, da war drin doppelte Redundanz. Der Salvador kommt mir neu vor. Ja klar, Arista muss ja neu sein. Da waren nur schneller Reichwerten 4 und doppelte Redundanz damals möglich, als es das rauskam. Und eben halt, wenn man eins von den Leistungsmedaillen da reinsetzen will. Genau, doppelte Redundanz, Salvador und schneller Reichwerten. Also der Salvador ist halt neu. Der ist neu. Das heißt Season 4 neu. Es gab viele, da konnte man nur 2 einsetzen, als ich das in Berlin. War noch eine der wenigen Inseln, wo frei war. Da wurde das alles gebaut, auch die Baumkreise. Soweit es in der alten Welt ging, logischerweise. Ich denke auch, dass wir erst auf neue Welt so langsam gehen sollten jetzt, bevor wir hier groß. Und das kriegen wir noch hin mit dem ausgezeichneten Panorama-Effekt. Wo und wie diese Türme wachsen, sorgen Sie nur das dafür, haben wir noch. Dass sie schön hoch werden. Ich kann Ihren Ehrgeiz geradezu riechen. Beeindruckend. Okay. Dann machen wir es doch so. Der müsste doch jetzt dann ausgezeichnet sein. Ja, jetzt haben wir den ausgezeichnet, ja. Kekse gab es ja auch noch. Wolkenkratzer für Investoren. Brauchen wir da 15 schon. Ja, jetzt geht's Richtung Zelluloid. Ja, da hinten Zelluloid und spätestens da ist dann Schicht Einrichtungshaus. Ja, stimmt. Das habe ich unterschätzt. Dachte, wir kriegen den Rohbau. Schade. Wissen Sie, warum meine Investitionen so profitabel sind? Ich habe. Wollen wir denn da noch machen? Anklicken, die will. 15 Tonnen Zelluloid. Die Touristen wollen 15 Tonnen Zitrusfrüchte, kommen wir nicht weiter. Ah, hier, das ist doch beeindruckend zweimal. Angenehm, warum ist das nur angenehm? Oh nein. Gewöhnlich? Klar, der hat keinen Panorama-Effekt, weil der hier klaut. Ach so. Du bist Stufe 2, du brauchst nebenan einen, damit du was bist. So, jetzt. Beeindruckend. Ich noch an einem okay, jetzt wird's wird spannend. Da kommt ein gewöhnlicher hin, da kommt da der Stufe 2 hin, Stufe 1, Stufe 1. Und jetzt beeindruckend.
Wo ist dein Problem, bitte? Gewöhnlich? Ja, wertet den dann auch noch mit ab. Das bringt nichts. Ja, das, ich kann mich dran erinnern. Ich hab's nur so, ich hab's immer so gemacht. Die eine Reihe war Stufe 4 und ich glaube bis 5 ging's. Also die hinten war eine Stufe höher wie die vorne dran und fertig. Verstehe ich jetzt noch nicht, warum der aus. Gut, der. Ach so, der nimmt 3 mit. Moment. Du brauchst einfach noch einen mehr wahrscheinlich. Ja. Ah, okay. Der hat 3 Stück gebraucht. Der da draußen ist ja gar nicht im Einflussbereich. Mal wieder runterstufen. Ein wirklich eindrucksvolles Panorama. Er braucht 3, um sich geil zu fühlen, quasi. Ja gut, dann kommen wir, würde ich mal behaupten, hier nicht weiter an der Stelle jetzt. Wir brauchen Zitrusfrüchte und Zelluloid. Wir kommen, glaube ich, an den Punkt, wo wir wirklich in die neue Welt gehen sollten. Der alten Welt noch was hochzuziehen. London, gut, haben wir das gleiche Problem, da haben wir dann auch Investoren, wie versorgen wir die dauerhaft? 3-mal was, um sich geil zu fühlen. Ja. Bayern auszubauen. Wir brauchen im Moment keine Sachen von hier unten, Schnaps und so weiter. Ich meine, die Investoren sind jetzt besser versorgt wie davor. Durch den Zweifacheinkauf bei Kahina, genau. Wir gehen in die neue Welt. Was brauchen wir da? An Produktionen eigentlich noch. Den Rum brauchen wir nicht, den kaufen wir uns ein. Dafür lohnt es sich aufzumachen. Die Pelze brauchen wir aktuell auch nicht. Hola. Brauchen wir das Holz. Gut, ab und an kommt hier ein Schiff und nimmt Rum mit, aber das ist nicht der Rede wert. Also kann eigentlich die Rumproduktion weg, logischerweise auch die Baumproduktion. Moment, ich schau mal was nach. Alt, neu. Nee, wir liefern nur Kohle hierher. Ja. Wir liefern gar keinen. Ah, Quatsch. Das könnte Cup neu sein. Ja, Cup neu Mats. Die Route haben wir da. Kann eigentlich auch entsorgt werden. Die lösche ich jetzt mal. Wir richten mal Routen ein. Also von der alten Welt London hierher. Wir brauchen definitiv Holz für den Rum und für die Zigarren später. Und wir brauchen Bretter. Alt, neu, so kopieren wir es mal. Holz, zack. Route. Moment. Bretter. Alte Welt, London, neue Welt. Bretter rein. Dann brauchen wir hier Ziegelsteine. So alt neu. Dann haben wir die Übersicht dann, wenn wir jedes Mal rausgehen aus der Route. Geiler Wolken. Also alles klar, okay, gut.
Ja, passt. Ziegel brauchen wir hier. Handelsroute, alte Welt, neue Welt. Alt, neu. Ziegelsteine, Ziegelsteine. So, alte Welt, neue Welt, Ziegelsteine. Dann brauchen wir hier wahrscheinlich auch Stahl. War denn das? Bräuchten wir zum Bauen? Nö, da bräuchte nur Holz. Kaffee. Holz und Ziegel. Ich glaube, hier ging gar nichts mit Stahl. Ne. Fahrstühle brauchen sie definitiv nicht. Alu brauchen sie nicht. Dampfmaschinen brauchen wir hier. Eigentlich brauchen wir alles an Baumaterial. Haben wir es doch so. Wir gehen hier auf Handelsroute. Alt, neu. Juckeln es einfach durch. Bin mir nicht sicher für Stahl. Bin mir nicht sicher. Stimmt, Ölhafen. Der Ölhafen, den habe ich jetzt total unterschlagen. Fenster. Jo, nehmen wir alles mit, bis auf. Panzerbretter brauchen wir jetzt nicht zwingend hier. Wird gesagt hier. Stahlträger, Fenster, Stahlbeton, Dampfmaschinen brauchen wir definitiv für die Traktoren. Arktisgas holen wir. Ne, holen wir hier auch nicht. Wir bauen hier eh keine Schiffe, Luftschiffe und folglich brauchen wir auch kein Gas. Waffen können wir noch rüberkachen. Segel. Bauen wir hier Schiffe? Nein. Wenn man da was... Ja, das machen wir jetzt kompakt dann. Wenn dann... so wie in Manchester quasi. Wenn dann so, dass es passt. Wir nehmen mal die Stahlträger. Die Segel lasse ich jetzt mal auch außen vor. Luftschiffe werden hier nicht gebaut. Die bauen wir ja in New York hinten in der Ecke. Deswegen würde ich die auch mal ignorieren. Sollte man irgendwann mal Interesse verspüren hier. Aber eigentlich nicht. Das sind dann mal alt-neue Waffen. Da reicht uns, glaube ich, eine Route. Machen wir 4-4, also 4 Kanonen, 4 schwere Geschütze. Da machen wir eine 2 nochmal. Und da reicht auch, glaube ich, später ein dickes Luftschiff. Gut, ich weil das... Zu Deko-Zwecken. Alt-neue Waffen, genau. Dann gibt's London, neue Welt. Fenster. Sollte man noch unterwegs haben. Stahlträger. Stahlbeton. Stahlbeton und die Dampfmaschinen. Dann haben wir alles. Naja, Aluminium brauchen wir nicht herkarren, das produzieren wir hier. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Ne, heute gibt es kein Käffchen. Ich hatte schon. Altneu Stahlbeton. So. Brauche ich hier nochmal. Boah, das Licht wirkt jetzt komisch. So. Irgendwie wird es gerade. Moment mal.